Moin Moin und guten Tag, mein Name ist Dr. Reinhard Goy, Doc Goy, der Twit-Doc. Momentan ist fast kein Tag ohne etwas Neues von Twitter. Erst kam der Tweet-Button, dann kam Who to Follow, dann Follow Both, zu allem habe ich ein Video gemacht und jetzt gibt es das Bookmarklet von Twitter direkt. Es ist ganz einfach zu installieren und schauen Sie, wie es funktioniert. Sie gehen auf diese Seite. Die Seite finden Sie unter http:// docgoy.com unter diesem Video. Sie gehen nach unten und hier finden Sie diesen Button Share on Twitter. Den drücken Sie bitte mit der linken Maustaste an und ziehen ihn bei gedrückter linker Maustaste einfach hier nach oben in Ihre Bookmark-Leiste. Loslassen. Und hier ist es. Was passiert, wenn Sie jetzt dort drauf drücken? Es öffnet sich ein Fenster und die Seite, die Sie gerade eben geöffnet haben, mit der Überschrift dieser Seite und einem verkürzten Link auf diese Seite erscheint und Sie können sofort diese Nachricht twittern. Das ist praktisch der gleiche Button, den Sie auf Ihrer Seite einbauen können, nur halt jetzt in Ihrer eigenen persönlichen Lesezeichenseite und hier oben einfach draufdrücken, wenn Sie eine Seite besuchen. Und jetzt zeige ich Ihnen den Unterschied zwischen dem Share-Button von Twitter und dem von Hootsuite. Nehmen wir einmal an, Sie haben meinen Blog besucht, Blog erstellen in 10 Minuten, finden ihn gut und möchten das weiterleiten. Dann können Sie natürlich hier auf den Share-Button von Twitter gehen, wenn der denn installiert ist. Oder Sie gehen jetzt hier auf Ihr neu installierten Button in Ihrer Lesezeichenzeile, drücken drauf, das Fenster öffnet sich, Sie können den Link noch verändern, beziehungsweise Sie können den Text noch ändern, vielleicht noch eine kleine Call-to-Action-Nachricht und gehen auf Tweet. So funktioniert das jetzt und jetzt kann ich mir den auf Twitter gleich anschauen. Hier ist jetzt die Nachricht, die ich über Twitter gesendet habe. Über meinen Account, mit dem ich angemeldet bin. Über diesen einen Account. Jetzt machen wir das gleiche mit dem Hootsuite-Button. Sie sehen also wieder diese Seite und gehen auf Hootlet. Dort öffnet sich dann eben auch eine Seite, die sieht aber völlig anders aus. Hier ist natürlich die Überschrift und hier ist der verkürzte Link, aber hier sehen Sie, dass ich auswählen kann, über welchen meiner Twitter-Accounts ich diese Nachricht senden will. Die sende ich jetzt einfach mal über diesen Account. Ich kann hier unten noch eine Linkverkürzung machen. Ich kann hier noch ein Bild oder ein Dokument anhängen. Ich kann hier drüber timen, wann der gesendet werden soll. Also jetzt habe ich gerade eben eingesendet. Jetzt möchte ich, dass dieser hier um 7:55 Uhr gesendet wird. Nachmittags, am heutigen Tag. Ich sage hier okay. Und ich kann sagen, über diesen Account oder über diesen Account auch. Nein, den lassen wir zu. Und ich kann das hier jetzt timen. Jetzt ist er natürlich nicht gesendet, sondern vornotiert, dass der nachher gesendet wird. Aber der Share-Button von Twitter ist eine tolle Neuigkeit, aber ganz ehrlich, an die Funktionalität des Share-Buttons von Hootlet kommt er noch lange nicht dran. Ich benutze trotzdem weiter Hootlet, obwohl es den Share-Button von Twitter jetzt auch gibt. So, das war das Neueste von Twitter. Wenn Sie wissen wollen, wie Hootsuite funktioniert oder wie Sie das installieren, gehen Sie einfach auf meine Internetseite. Viel Spaß und viel Erfolg bei Twitter und bis im nächsten Video und tschüss.